Wer war eigentlich Antonius von Padua? Als Fernando Martins de Bouillons wurde Antonius von Padua um 1195 in Lissabon geboren. Zunächst trat er den Augustiner Chorherren bei. Als junger Priester war er sehr beeindruckt vom Martyrium von 5 Franziskanerbrüdern. Daraufhin wurde auch er Franziskaner und nahm den Namen Antonius an. Bei einem großen Treffen, dem Generalkapitel seines Ordens, lernte er sogar den Gründer Franz von Assisi kennen. Antonius' Predigten waren so beliebt, dass die Kirchen überfüllt waren und er sogar auf Wiesen und großen Plätzen predigen musste. Schon zu seinen Lebzeiten entstanden viele Legenden um ihn. Es heißt, die Einwohner einer Küstenstadt wollten seiner Predigt nicht zuhören, bis sie merkten, dass sogar die Fische im Meer seinen Worten lauschten. Antonius wirkte an vielen Orten als theologischer Lehrer und Prediger. Seine vielen Aufgaben und Reisen erschöpften ihn sehr und er zog sich auf einen Nussbaum auf einem Landgut bei Padua zurück, wo ihn Ordensschwestern pflegten. Er starb mit nur 36 Jahren. Antonius wurde bereits 11 Monate nach seinem Tod heilig gesprochen. Und so verehren wir ihn bis heute. Und übrigens, Antonius ist für viele Katholiken einer der beliebtesten Heiligen. In vielen Ländern wird Antonius angerufen, wenn man etwas verloren hat. Die Legende dazu besagt, dass ein junger Mönch, der das Kloster verlassen wollte, ein teures Buch von Antonius stahl. Auf dem Weg aus Padua heraus hatte er eine schreckliche Erscheinung, die ihn seine Tat bereuen ließ. Der junge Mönch brachte das Buch sofort mit schlechtem Gewissen zurück. Oh.